Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Blicks auf Brüssel. Mein Name ist Thomas Fröhlich und heute haben wir ein ganz besonderes Format für Sie vorbereitet, nämlich eine kleine Chartshow. Wir präsentieren Ihnen die sinnlosesten Ausgaben der EU in der letzten Zeit. Eins, großer Trommelwirbel. Kinderbücher über Schwule, Kängurus, Transvögel und Geschlechtsidentität. Ja, was soll man dazu noch sagen? Welche Ziele werden hier verfolgt, Herr Fest? Naja, man versucht natürlich ganz eindeutig die Gender-Ideologie, die wirklich eine der gefährlichsten Ideologien überhaupt ist, versucht man in die Köpfe von der Kleinsten hineinzuquetschen. Das geht dann eben über Bücher wie Daddys neuer Freund, also über einen homosexuellen Vater und dessen neuen Freund aus der Sicht eines Kindes. Aber dann auch, Sie erwähnten es schon, über einen Transvogel. Da gefällt mir natürlich die hohe Metaphorik und der Witz besonders, denn der Transvogel ist zu bunt. Zu bunt. Ja, und zu divers, um im normalen Heterovogelschwarm mitfliegen zu dürfen. Und weil er so bunt ist und die anderen eben grau und schwarz, wird er dann ausgestoßen, aber nachher wird er natürlich, ist er der große Star und also hat sein Coming Out und dann sagen alle, ja, der bunte Vogel ist natürlich viel besser. Viel besser. Das ist alles so einfältig und dumm und in seiner Metaphorik wirklich so abgeschmackt und dämlich. Aber und dieses Buch wurde eben zusammen auch mit dem Buch über schwule Kängurus. Das ist so schön, weil das Europäische Parlament geht ja ständig gegen sogenannte Desinformation vor im Augenblick. Und dann fragt man sich natürlich schon, ob es Leihmutterschaften und schwule Kängurus im Tierreich gibt oder ob das nicht auch vielleicht Desinformation sein könnte. Aber auch dieser Quatsch wurde subventioniert. Dieser Schwachsinn ist sogar für das EU-Parlament selbst von so zweifelhaftem Wert, dass, wenn man hier in der Bibliothek nachfragt, wo denn diese subventionierten Bücher sind, die Bibliothek leider sagen musste, nein, wir haben sie nicht. Und auch bei Amazon sind sie nicht zu bestellen, also scheinen wirkliche Bestseller zu sein. Ich musste sie aus einer auf homosexuelle Literatur spezialisierten Buchhandlung in London besorgen lassen, damit ich überhaupt mal sah. Ja, und die haben die dann tatsächlich ausgegraben, hat auch irgendwie 10 Wochen gedauert, weil die mussten wahrscheinlich auch alle schwulen Buchhandlungen der Welt abklappern, bis sie irgendwie mal ein Exemplar fanden. Aber das sagt eben alles, wahrscheinlich ging es darum, irgendwelche untalentierten und arbeitslosen Verleger, Schriftsetzer und Illustratoren, die ein bisschen zu finanzieren. Und dann hat man eben 400.000 Euro locker gemacht und hat gesagt, okay, ihr kriegt hier eben Geld für Kängurus und Transvögel und sonstigen Schwachsinn. Ein wichtiger Beitrag zur Durchbrechung stereotyper Denkweisen. Absolut, absolut. Ja, Herr Fest. Nächstes Mal komme ich mit Federboa. Gut, bin schon gespannt.